Wir sollen doch jetzt eigentlich die erste Stunde Bio haben, aber irgendwie fehlen noch ganz schön viele Schüler. Hanna, guck mal bei mir, hier ist noch gar keiner da. Boah, vielleicht haben manche Leute auch gar keine Lust auf Schule. Mann, jetzt stress dir doch nicht rum. Also ich habe aber keine Lust, dass es irgendwie Ärger gibt oder so. Ich schaue einfach noch mal im Stundenplan, den habe ich hier auf dem Laptop. Ach, Bio, wir haben noch Bio, das ist doch im Bioraum. Leute, wir sind alle im falschen Raum. Bio ist doch unten in diesem Raum, wo wir die Spinne gesehen haben. Da müssen wir jetzt schnell hin. Oh, ich glaube, es klingelt gleich. Wir müssen uns beeilen, es kommen wir alle viel zu spät. Becky, ich nehme mit dir zusammen den Fahrstuhl, ich helfe dir. Oh Mann, das ist auch echt was Neues. Früher kam immer der Lehrer in unseren Klassenraum und jetzt müssen wir die Räume wechseln. Oh, danke, Hanna, das ist wirklich nett, dass du mir hilfst. Ich hau schon mal ab, Leute, kommt hinterher. War hier nicht eben gerade noch Ronja? Ich meine, oder ist sie jetzt schon so schnell vorgelaufen? Keine Ahnung, die war doch gerade noch hier. Ich bin mal echt gespannt auf den Bio-Unterricht. Ich finde das, glaube ich, total spannend. Ist ja das erste Mal, dass wir Bio haben. Ja, ich auch. Ich frage mich wirklich, was wir als allererstes Thema hier haben. Vielleicht die Spinne, die da im Terrarium hockt. Ach, hier seid ihr ja. Oh Mann, wir waren die ganze Zeit im falschen Klassenraum. Das gibt's doch nicht. Oh, diese Schule, diese öffentliche Schule, ist einfach nur furchtbar. Die Schüler sind total unbequem und die Tische sind echt dreckig. Sowas gab's bei mir auf der Privatschule nicht. Ich werde direkt mal hier auf die Biolehrerin warten. Die kriegt nämlich noch ein paar spannende Infos von mir zu hören. Ich glaube, die da hinten, die da kommt, das ist unsere Biolehrerin. Ja, die muss es sein. Sie sind doch Frau Pink, oder? Ja, genau, das bin ich. Unsere Biolehrerin. Ganz genau. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe vorhin gehört, dass so ein paar Schüler gar keinen Bock haben auf ihren Unterricht. Keine Lust auf Biologie? Oder auch schwänzen, keine Ahnung. Also das kann ich ja überhaupt gar nicht verstehen, wie man keine Lust auf Biologie haben kann. Aber naja, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Tatsächlich, einige Stühle sind noch frei. Stimmt das wohl, was die Schülerin da eben gesagt hat, dass die gar nicht kommen wollen oder zu spät kommen wollen? Guck mal, da, Becky, da ist doch der Bioraum. Ja, genau. Fast geschafft. Ach, da oben ist ja Dave. Hey, Dave! Hallo! Dave? Oh Mann, der sieht mich überhaupt nicht. Ist einfach weitergelaufen. Hanna, wir haben jetzt Kannst du das verstehen? Wir müssen los zum Unterricht. Wir kommen zu spät. Dave hat mich nicht gegrüßt. Aber naja, gut, ich komme ja schon. Oh, die Lehrerin ist schon da. Hallo, Entschuldigung, dass wir ein bisschen später sind. Ach, naja, hallo. Ja, schön, jetzt sind auch alle da. Das müssen wohl die Kandidatinnen sein, die keine Lust auf den Biologieunterricht hatten. Oh Mann, das muss Frau Pink sein. Also irgendwie passt der Name zu ihr. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Jessica Pink und ich unterrichte hier Biologie bei euch. In der ersten Stunde werden wir erst ein paar Fragen klären. Hat schon jemand von euch eine Frage? Frau Pink, ich habe schon eine Frage. Sagen Sie mal, ist das Skelett, was Sie da haben, ist das eigentlich von einem echten Menschen? Nein, also das ist aus Kunststoff. Nein, kein echtes Menschenskelett. Sonst noch Fragen? Ja, hier, ich hätte auch eine Frage. Ach ja, auf einmal doch Interesse an Biologie bekommen? Na, ja dann. Ja, ich habe Interesse an Biologie. Also, ich habe hier letztens eine Spinne gesehen, als wir hier rumgeführt wurden. In so einem Terrarium. War das eine echte Spinne? Ja, also tatsächlich, das ist eine echte Spinne. Die haben wir aber momentan an eine andere Schule verliehen. Die kommt demnächst dann wieder. Ich hätte auch mal eine Frage, vielleicht eine bisschen ungewöhnliche. Sagen Sie mal, woher haben Sie denn diese tollen Schuhe? Oh, ja, das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Frage. Also ich glaube ja, dass die aus so einer neuen Kollektion sind. Ich meine, Lagerfeld oder so, die sind ja wirklich unglaublich teuer. Das ist mir ja noch nie passiert, dass Schüler das erkannt haben, dass ich die neueste Kollektion trage. Ja, ja, genau, das sind die. Hässliche Schuhe. Hässliche Schuhe? Also, das ist zwar hier nicht das Thema, aber meine Schuhe beleidigen braucht man trotzdem nicht. Wer hat das gesagt? Ich meine, das kam da hinten aus der Richtung. Ich würde sowas natürlich niemals sagen. Also, ich weiß nicht. Das kam hier aus der anderen Richtung. Ich kann mir schon denken, wer das war. Also, hier, du bist schon ganz schön auffällig. Wie heißt du überhaupt? Ich heiße Hanna Vogel und ich habe das nicht gesagt. Also, ja. Komischerweise haben jetzt aber zwei Schülerinnen genau auf dich gedeutet. Das ist aber überhaupt nicht wahr, Frau Pink. Ich war das nicht. Also, ich würde sowas überhaupt gar nicht sagen. Ich finde ihre Schuhe nämlich schön. Naja, wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem Unterricht. Also, ich wollte euch noch ein paar kleine Einführungen geben, was wir alles so hier im Schuljahr machen werden. Unser erstes großes Thema wird der menschliche Körper sein. Also ihr seht, wir haben hier schon ein paar Abbildungen und das nehmen wir alles ganz genau durch, wie das so bei Menschen funktioniert. Also unser allererstes Thema werden die menschlichen Organe sein und dann arbeiten wir uns weiter durch den Körper. Und jetzt kommt mein nächster Streich. Naja, und zum Ende des Schuljahres sollten wir dann den menschlichen Körper wirklich komplett durchgenommen haben und dann nehmen wir uns noch ein paar andere Themen vor. Moment, was ist denn hier auf dem Boden? Hier liegt ja ein Zettel. Frau Pinky Stinky? Also das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Wer war das?
In all meinen Jahren als Lehrerin ist mir sowas ja noch nie passiert. Das ist eine glatte Unverschämtheit. Wer hat diesen Zettel hier hingelegt? Ich kann es mir schon denken, der lag genau vor deinen Füßen. Warst du das? Also du kannst mit einer saftigen Zusatzaufgabe rechnen. Frau Pink, ich war das nicht, wirklich nicht. Ich habe keinen Zettel geschrieben und ich habe auch nichts gegen Ihre Schuhe gesagt. Das stimmt alles überhaupt nicht. Ich will ja keine Petze sein, aber ich meine, Hanna Vogel hat genau eben in dem Moment gerade einen Stift rausgeholt und den Zettel geschrieben. Habe ich gesehen. Genau da aus dem Rucksack, da hat sie den Stift hergenommen. Ich habe es genau gesehen, hat sie gerade wieder weggepackt. Wie kann man sich in der ersten Stunde Biologie schon so schlecht benehmen? Also, du gehst bitte schön gleich zum Sekretariat und holst dir eine Zusatzaufgabe für zu Hause. Also sowas, das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Oh Mann, das sieht Hanna total ähnlich. Was macht sie nur für Sachen? Oh Mann, das war echt richtig fies. Also ich war das alles nicht und jetzt muss ich mir eine Zusatzaufgabe abholen. Jetzt muss ich die Pause wahrscheinlich noch da vor diesem Sekretariat verbringen. Oh Mann, ich kann mir schon total denken, wer das war. Ich habe das leider nicht mitbekommen. Ich will mich da nicht einmischen. Hey du, sag mal, stopp mal. Ich habe da was mitgekriegt. Ich habe da was über dich gehört. Die da hinten, da diese Hanna Vogel, die hat über dich gelästert. Ich weiß das. Sie erzählt voll die Gerüchte über dich hier in der Schule. Ach wirklich? Was erzählt die denn über mich? Sie hat gesagt, du hast total die hässlichen Haare und du würdest nur dreimal im Jahr oder so duschen. Das erzählt die über mich? Das ist ja total gemein. Wie kann die sowas sagen? Meine Haare sind doch schön. Die ist nicht nur zu dir so fies. Die hat schon ganz viele Sachen über andere Leute auch erzählt. Auch eben gerade über die Lehrerin. Hast du den Zettel gesehen? Mann, oh Mann, was die sich leistet. Sag mal, Hanna, hast du jetzt wirklich diese Aufgabe gemacht, die Lehrerin von dir haben wollte? Gemacht habe ich sie noch nicht. Ich habe sie mir nur abgeholt. Total fies. Ich finde, ich habe das überhaupt nicht verdient. Und die muss ich jetzt heute Nachmittag zu Hause machen und dann morgen abgeben. Was? Was steht denn jetzt hier? Tessa Schnösel hat kein Geld. Das ist nicht wahr. Ich bin reich. Hat es da jemand auf den Tisch geschrieben? Ich habe vorhin gesehen, dass Hanna Vogel die letzte war, die hier in diesem Raum saß. Die muss das gewesen sein. Leute, ihr habt es doch alle gesehen. Hanna Vogel ist doch vorhin auch zu spät gekommen zu Bio. Also, sie war das. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Wieso muss sich Hanna da einmischen? Warum muss die Familie Vogel unser Leben ruinieren? Tessa, ich hab das da nicht hingeschrieben. Was interessiert mich, ob ihr Geld habt oder nicht? Du weißt, dass ich mich überhaupt gar nicht für dich interessiere. Und über mich soll diese Hanna Vogel gesagt haben, dass ich stinke und hässliche Haare habe. Die ist total gemein zu uns allen. Ich bin zu euch allen gemein? Das stimmt doch gar nicht. Ich finde euch eigentlich alle total nett und wir kennen uns doch alle auch noch gar nicht so richtig. Also dafür, dass wir uns hier nicht kennen, verbreitest du ganz schöne Gerüchte hier in der Schule? Also jetzt reicht's mir wirklich. Ich stelle mich jetzt mal hier auf den Stuhl und ihr könnt mal eure Lauscher ein bisschen spitzen. Also Hanna Vogel, die ist total nett. Sie ist meine beste Freundin, schon seit der ersten Klasse. Und ihr könnt nicht so gemeine Sachen über sie sagen. Ich wette, das hat sich alles diese Ronja da vorne ausgedacht. Die hat uns schon immer in der Grundschule geärgert. Die mobbt richtig viel. Die hat sogar schon mal Hanna in die Toilette gesteckt. Das könnt ihr glauben oder nicht, aber ich war dabei. Ja, nicht nur in die Toilette gesteckt. Ich habe schon einige coole Sachen mit Hanna gemacht. Oh Mann, das war sowas von witzig. Bitte was? In die Toilette gesteckt? Wer macht denn sowas? Das ist hier total widerlich. Ich habe auf jeden Fall nichts Gemeines gesagt. Weder über Frau Pink noch über sonst irgendjemanden. Wir kennen uns doch alle noch gar nicht gut. Lass uns doch einfach nochmal neu anfangen und uns kennenlernen.